Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. Hello party people. Es ist 10 vor 7 und es ist Mittwoch und ich hoffe, euch geht's alle wunderbar und einfach gut. Draußen ist noch wunderschönes Wetter und ja, wir kommen eigentlich gerade vom Liefern. Ab morgen gibt es beim Früchte-Eder in Tuttingkirchen nämlich einige von unseren Köstlichkeiten vor ins Regal eingerahmt. Ich freue mich total. Ab morgen gibt es übrigens auch ganz tolle Angebote wieder bei Früchte Eder. Ich verlinke es euch aber jetzt nochmal und dann könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ja, und so könnt ihr euch schön eindecken dort. Yes. Da gibt es noch Früchte und Öle und lauter Schmankerl. Ist ein richtig schöner Lohn geworden. Und ich freue mich, wenn ihr es noch gut annimmt. Seid fleißig dort. Dann haben wir heute eine Lieferung gekriegt und die ist für uns persönlich total wichtig. Ich schätze nicht so für euch, weil ihr, glaube ich, werdet so den Unterschied gar nicht so merken, aber für uns ist sehr wichtig, essentiell quasi. Haben wir uns schon lange gewünscht und zwar haben wir uns eine Maschine gekauft, die uns einfach hilft, schneller die Tüten zu klippen. Und zwar ist es so ein Schachtklipper. Und die haben uns Gebrauch gekauft. Das hat sich gerade total gut angeboten. Wir suchen ja seit Jahren noch so ein Ding. Alle wieder mal, nicht immer intensiv, aber immer wieder mal so in Abständen. Und jetzt hat es gerade ergeben und heute sind wir noch beliefert worden von dem Herrn. Also das war oder ist auch ein Familienbetrieb und die haben sich ein anderes Gerät gekauft und deswegen haben sie dieses Gerät verkauft. Und ja, der war ein paar Stunden bei uns und voll nett. Ja, der ist extra schon um 6 Uhr in der Früh losgefahren und war dann bei uns gegen 12 Uhr, glaube ich. Ist dann gefahren um 3:15 Uhr. Hat zwischendurch natürlich noch ein Mittagessen gekriegt. Logisch. Nudeln mit Pesto. Er hat sich Bärlauchpesto gewünscht. Und ja, wir hätten dann die Maschine angeschmissen. Dann ist kurz nicht gegangen. Dann haben wir es noch gekriegt. Also, er hat ja gewusst noch, wo er da schauen muss, hat uns die Maschine noch total gut erklärt. Ja, und morgen werden wir es komplett putzen. Und dann können wir nächste Woche quasi schon mit dieser Maschine starten. Und das ist so toll, weil es erleichtert uns wieder einen Arbeitsschritt und macht einfach für uns die ganze Arbeit leichter. Und somit können wir vielleicht einen besseren oder einen stressfreieren Nudelausstoß machen. Also super. Es ist eine echte Erleichterung. Im Übrigen möchte ich dann auch gleich schon mal hinweisen, wir werden ja nächste Woche produzieren. Und wir werden Erdbeernudeln machen. Aus den Kopfhörer Erdbeeren vom Bauer Manfred. Ja, ihr wisst es ja, ich poste ja eh regelmäßig. Wir haben ja seit, glaube ich, schon die zweite Woche die Erdbeeren, die Kopfhörer Erdbeeren da bei uns. Die verkaufen wir pfundweise, also schon abpackt im Schälchen. Und die Erdbeeren wachsen momentan so gut. Und nächste Woche werden wir Erdbeernudeln machen. Also, Polze senken im Hinterkopf. Nächste Woche dann, Mitte der Woche, schaut ihr mal, gibt es dann schon Erdbeernudeln. Die könnt ihr dann gut für einen süßen Obstsalat nehmen, also einen süßen Nudelsalat. Für Eis, Vanillesoße. Ihr könnt es auch hernehmen, natürlich für einen Fisch oder für ein helles Fleisch, wenn ihr das gerne mögt. Ja. Oder halt einfach einen normalen Nudelsalat ausmachen. Die Erdbeeren könnt ihr pfundweise bei mir kaufen. Die sind bereits gepflückt. Ihr braucht sie euch nicht hinbucken. Es braucht sie nicht selber arbeiten. Die kosten bei mir aktuell 4,40 Euro. Wie gesagt, sind gehabt von mir Erdbeeren. Die wachsen quasi gleich da drüben. Und sind schon bruckt. Und einfach sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Die Erdbeeren gibt es bei mir zu meinen ganz regulären Öffnungszeiten zum Erhalten, zum Erwerben. Und zwar ist es von Montag bis Freitag von 9 bis um 5 Uhr und am Samstag von 9 bis um 1 Uhr.
Sonntag nicht. Ich habe am Sonntag nicht offen. Also wirklich nur zu meinen regulären Ladenöffnungszeiten. Das war's für heute. Wir starten meine Nudelblues und dann sehen wir uns morgen wieder. Die besten Nudeln, das beste Pesto, gibt's heute nur im Nudelnestel. Wuhu! Schubidu!